Gründe für die Vertragsverlängerung mit Horst Steffen sind vielfältig. Auf der einen Seite natürlich die Entwicklung im sportlichen Bereich der letzten Jahre, an der er maßgeblich und in hervorragender Weise beteiligt ist. Auf der anderen Seite auch seine menschlichen Werte, die sich sehr gut mit denen des Vereins decken. Und das alles in Summe spricht für eine Verlängerung und es gibt wenige oder gar keine Gründe, aus unserer Sicht das nicht anzustreben. Ich habe da schon eine Heimat gefunden, fühle mich wohl in der Umgebung, wohne in St. Ingbert und ja, die Umgebung mit den Möglichkeiten, in den Wald zu gehen, zu wandern, ja, auch gut zu essen, mit Saarbrücken eben auch eine Stadt, wo man dann eben auch mal hingehen kann und shoppen kann. Das ist auch ganz, ganz schön, an der Saar entlang zu spazieren, ist schön. Also ich habe viele Dinge dann kennengelernt, überwiegend, wenn dann meine Frau dazukommt, dass wir dann einfach Touren machen und auch was sehen. Ansonsten bin ich halt dann viel in der Wohnung und schaue mir irgendwelche Videos an, meistens Fußballvideos. Herr Horst hat eine unheimliche Klarheit im Umgang, sowohl im fachlichen Bereich, im sportlichen, als auch im Umgang neben dem Platz mit den Spielern. Das ist etwas, was uns sehr prägt. Er ist immer um eine große Fairness und Transparenz bemüht, auch bei schwierigen und manchmal harten Entscheidungen, wo auch die Spieler natürlich nicht immer glücklich sind. Das liegt in der Natur der Sache, der Arbeit eines Trainers. Aber ich denke, dass sie immer sehen, sie haben da einen fairen und umgänglichen Ansprechpartner, der immer bemüht ist, auch das Beste aus jedem Spieler rauszuholen, ihn zu entwickeln und bestmöglich zu fördern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Er hat ein hohes Maß an Empathie, bemüht sich, die Gruppe zusammenzuhalten, stellt immer den Teamerfolg in den Vordergrund und auch den Zusammenhalt. Ich glaube, das sieht man auf dem Platz, das sieht man insgesamt, wenn man auf den Verein blickt in den nächsten Jahren, dass vieles einfach zusammengewachsen ist. Und da hat Horst natürlich im sportlichen Bereich einen extrem großen Einfluss und ist einfach auch ein Mensch, der in sich ruht und der dem ganzen Verein auch in schwierigen Phasen immer viel Kraft gegeben hat. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt auch die gerade sehr positiven und erfreulichen Zeiten gemeinsam angehen können. Das Leverkusen-Spiel ist natürlich als absolutes Highlight zu sehen. Ja, aber auch das St. Pauli-Spiel im Pokal war so. Wir haben schon sehr emotionale Momente auch erlebt. Last-Minute-Siege in Balingen und. Sodass schon auch viele Spiele mir in Erinnerung sind, die positive Emotionen da ausgelöst haben. Natürlich haben wir auch ein paar schmerzhafte Niederlagen mal kassiert, aber wie gesagt, in der Summe muss man sagen, haben wir überwiegend Siege feiern können und auch zum Teil in der Art und Weise, die ansprechend ist, die auch die Begeisterung, die jetzt gerade da ist, hervorgerufen hat. Ich bin ganz froh, dass die Resonanz unserer Fans so ist, wie sie gerade ist, dass die Treuen treu geblieben sind, dass die Neuen, die dazugekommen sind, uns bereichern, die uns anfeuern. Und letztendlich spüre ich da eben auch im Zuschauerbereich eine Entwicklung, dass da eine Begeisterung entsteht. Und ich hoffe, dass wir das so weiterführen können. Ja, es ist so, dass von Beginn an eben immer diese Möglichkeit da war, auch aufzusteigen. Dass klar war, der Verein investiert hier. Ich bin froh, dass die Logen da oben endlich geöffnet sind. Ich bin froh, dass Corona soweit vorbei ist, dass wir da oben auch Leute treffen können, dass wir da deutlich mehr Kontakt haben als in der ersten Zeit, als es noch relativ klein war und die Logen da hinten nicht geöffnet waren. Das hat sich entwickelt und das freut mich sehr, einfach diesen Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen. Und dementsprechend hat sich das entwickelt, dass immer mehr Kontakt zu Menschen entstanden ist, die sehr normal sind hier im Saarland. Ich finde, das ist das, was ich empfinde. Es gibt jetzt nichts Spezielles, wo ich das Gefühl habe, ach, die Saarländer sind jetzt so oder so. Das kann ich gar nicht sagen. Die Saarländer führen diesen Verein, ja, das ist auch klar. Und da würde ich dann eben sagen, es ist recht bodenständig, das Ganze hier gehalten und vernünftig gehalten mit kurzen Wegen. Ich habe den Ole als meinen Partner an meiner Seite und habe dann über Ole in Kontakt zum Vorstand. Viel mehr ist es dann auch nicht. Und dementsprechend haben wir kurze Entscheidungswege, die auch gut sind und wichtig sind. Dass wir da nicht überall noch vorstellig werden müssen und da nochmal Rechenschaft ablegen müssen. Das ist, gefällt mir eben auch, dass auch da ein großes Vertrauen von der Führungsspitze einfach nach unten weitergereicht wird, dass ich dann eben auch an die Mannschaft weitergeben kann. Ja, insgesamt glaube ich, ist Kontinuität immer dann gut, wenn man den richtigen Mann für die Position hat. Und das haben wir eindeutig, das haben wir auch schon früh gesehen und früh erkannt.
ernten jetzt teilweise oder haben im letzten Jahr auch viele Früchte dafür geerntet. Wir sehen es auf dem Feld, dass die Jungs unheimlich eingespielt sind, dass da so viele Automatismen und Abläufe sind, die man gar nicht innerhalb von wenigen Wochen mit einem neuen Trainer und neuen Spielern, egal wie gut sie auch sind, so hinbekommen könnte. Also diese Eingespieltheit ist absoluter Trumpf. Das für den sportlichen Bereich, deswegen ist die Kontinuität wichtig. Und ich glaube, dass es auch nur geht, wenn die handelnden Personen über einen längeren Zeitraum wirklich in Ruhe und konstruktiv etwas aufbauen können. Und dann bin ich überzeugt davon, dass wir die richtigen Leute da haben und mit Horst im Trainerteam, an der Spitze des Trainerteams mit Sicherheit den richtigen Cheftrainer, der uns auch eine Verlässlichkeit gibt für die nächsten Jahre, dass wir in der Kaderplanung eine Kontinuität haben können und auch genau wissen, welche Spieler brauchen wir für seine Spielweise. Es ist mit Sicherheit auch so, dass wir beide uns da inzwischen sehr gut kennen und deswegen sehr gut miteinander umgehen und arbeiten können. Das ist für mich persönlich ein großer Vorteil, ich denke auch für Horst ein großer Vorteil. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, einfach die wir Kontinuität sprechen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir das jetzt mit Horst mit der Vertragsverlängerung nochmal für einige Jahre schaffen werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch ein ganzes Stück des Weges gemeinsam gehen können. Ja, es ist die Gesamtheit, es sind die handelnden Personen. Ich glaube, dass meine Art und Weise, eben Mannschaften zu führen, schon anders ist als viele Vereinsverantwortliche in anderen Vereinen das auch wollen. Ja, wo es immer heißt, ja, du musst mal harte Hand und durchgreifen und du musst auch mal laut werden. Und an der Linie müssen das auch alle sehen, dass ich laut werde, damit auch die Zuschauer sehen, dass ich Emotionen habe. Und das präsentiere ich in der Regel nicht. Also, dass ich laut werden kann und konsequent bin, das wissen die Jungs. Die im Training zuschauen, wissen auch, dass ich laut werden kann. Und hin und wieder ist das während des Spiels eben auch zu erkennen. Aber ich mache es halt dann, wenn es mir so richtig erscheint und nicht, wenn irgendwelche Leute meinen, ich müsste vor der Kamera den Zampano machen. Das kriegen sie halt von mir auch nicht angeboten. Und das ist aber eben, gerade wenn es mal Phasen gibt, die nicht ganz so erfolgreich sind, wie der Wunsch des Vereins ist, dann werden diese Dinge gern aufgetischt und gesagt, ah ja, das reicht dann nicht. Ja? Und Gott sei Dank konnten wir beweisen, dass Kontinuität im Verein gut tut, dass eben meine Art und Weise doch erfolgreich sein kann. Und nichtsdestotrotz ruhe ich mich darauf nicht aus, das ist auch klar. Diese Niederlage zum Auftakt hat mich sehr geärgert, wir wollen das anders haben. Und dementsprechend gab es da eben auch eine klare Analyse und klare Ansprache. Und dann haben die Jungs die Möglichkeit, das gegen Ingolstadt auch schon wieder besser zu machen.